Hallo zusammen um 13:30 an einem nebligen, grauen Herbsttag. Unangenehm draußen. Garage gehe ich heute nicht. Absolut unbequem. Haben wir gerade ein Pfeifchen gestopft, eine St. Claude. Eine meiner ersten Pfeifen, die ich mir damals gekauft habe, Estate-Pfeifen. Die hat einen Meerschaumeinsatz drin und die raucht sich richtig gut. Ein richtiger Handschmeichler. Liegt gut in der Hand. Habe ich mal ein Stück von so einem Plug-Tabak runtergeschnitten. Werde ich mir das gleich nochmal nachzünden. Heute machen wir mal wieder Zuschauergeschenke auspacken. Zwei Stück haben mich erreicht die letzten Tage. Zeige ich euch gleich. Ein Teechen habe ich mal gemacht. Ein Ostfriesentee. Nachmittag gibt es einen Kaffee, aber jetzt wollte ich einen Tee zur Pfeife. Jetzt zünden wir die nochmal an und dann zeige ich euch, was mich erreicht hat. Letzte Woche bei mir im Briefkasten, persönlich vorbeigebracht, haben aber nicht geklingelt bei mir. Habe mich aber gefreut, als ich das gefunden habe. Das muss ich euch zeigen, da steht drauf. Für Ed aus Kuba. Natürlich gleich neugierig gewesen und gedacht, oh, da ist vielleicht eine Zigarre drin. Nicht aufgeschnitten. Und was war drin? Ein kurzer Brief. Brille. Grüß dich, Ed. Wir waren die letzten zwei Wochen auf Kuba im Urlaub und haben dort dein Video zu den H-Upman Lungentorpedos gesehen. Also auf Kuba mein Video gesehen. Das finde ich schon mal klasse. Auf der ganzen Welt zu empfangen. Deswegen haben wir dir eine Schachtel kubanische, jetzt kommt's, Cohiba-Zigaretten mitgebracht. Also die zweite große Zigarettenmarke auf Kuba, eher schon Luxus-Zigaretten auf Kuba. Der Preis ist dort umgerechnet 3,70 Dollar für die kubanische Bevölkerung, dort mit einem Durchschnittseinkommen von ca. 30 Dollar im Monat, also absolut nicht leistbar. Grüße aus deinem Nachbarlandkreis, Flo und Lisa. Flo und Lisa, falls ihr das Video seht, vielen Dank, habe mich sehr gefreut. Und natürlich bin ich auch gespannt auf diese Zigaretten. Die sind wahrscheinlich Cohiba mit Filter. Und die sind als nächstes dran bei einem schönen Zigarettentest von mir. Und das andere Päckchen, vor lauter Labern geht meine Pfeife immer aus. Aber die legen wir jetzt mal beiseite. Hab mir der Helmut, als er letzte Woche bei mir war, zu Besuch, das Geschenk hier mitgebracht vom Oliver aus der Schweiz. Der hat er persönlich vorbeigebracht beim Helmut. Und da schauen wir jetzt rein, was in dem Päckchen drin ist vom Oliver. Es ist klein, aber relativ schwer. Kleiner Brief ist dabei. Schauen wir den auch einmal an. Viel Spaß beim Genießen der beiden Schweizer Biere. Einmal das Feldschlösschen Original in einer grünen Flasche. Ihr wisst ja, Bier aus grünen Flaschen. In die grünen Flaschen haben die Maurer immer reingepinkelt, hat es früher geheißen. Und hier das zweite, das schaut voll nach Schweiz aus. Das ist sogenanntes Gletscherbräu mit der Nationalflagge drauf. Mehrsprachig bedruckt, so wie die Schweiz ist. Die werde ich mal in meinen Kühlschrank stellen und bei Zeiten genießen.
war es jetzt auch schon wieder fast mit dem kurzen Auspacken. Heute Nachmittag, was mache ich heute Nachmittag? Ganz untätig will ich ja auch nicht sein. Mal schauen, vielleicht gehe ich in den Trödelmarkt, schaue mal eine Runde oder ich laufe eine Runde. Muss ich mir aber erst mal überwinden. Ich wünsche euch einen schönen Herbstnachmittag. Wir sehen uns. Nächstes Mal vielleicht wieder mit etwas längerem Film. Ciao, ciao.